wir werden Ihren Antrag volle Kanne ablehnen. Das ist auf jeden Fall ganz sicher. Und was Sie hier auftragen, Gott bewahre uns davor, dass Sie irgendwas zu sagen haben in diesem Land im Sinne der Angehörigen der vielen Toten. Allerletzte. Im Übrigen zwingen Sie mich jetzt zu sagen, dass die Regeln im Haus so sind, dass man Mund- und Nasenabdeckung tragen muss, wenn man nicht unter Wahrung des Abstandsgebots an seinem Platz sitzt. Danach ist es eine freiwillige Entscheidung aller Abgeordneten, aber es ist keine Verpflichtung. Ja, dazu füge ich die zweite Bemerkung gleich hinzu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie keine Sitzplätze gefunden haben, wir haben extra schon seit dem Frühjahr vergangenen Jahres, die Corona-Pandemie betrifft ja auch uns, uns betrifft sie nicht so hart wie unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger, insbesondere in den Intensivstationen der Krankenhäuser, aber wir müssen unsere Arbeit unter diesen Bedingungen machen. Deswegen haben wir damals schon gesagt, im Plenum Abstand. Und wer im Plenarsaal selbst keinen Platz, also in den Reihen der Abgeordneten, deswegen haben wir die Zuschauertribünen dafür freigehalten. Sie sind also herzlich eingeladen, Platz zu nehmen. Sie nehmen da genauso an der Debatte teil und Sie brauchen keine Stehplätze haben. Wenn Sie stehen, müssen Sie im Übrigen Mund- und Nasenabdeckung tragen. Aber es wäre mir lieber, Sie würden von dem Angebot Gebrauch machen, da oben, wie einige Kollegen jetzt schon, Platz zu nehmen. So, jetzt hat als letzter Redner zur Geschäftsordnung letzte Rednerin das Wort, die Kollegin Britta Haselmann, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Präsident, ich frage mich gerade, ob ich abwarten soll, bis Ihre Aufforderung Folge geleistet wird. Naja, ich meine, jetzt sieht ja jede und jeder, dass es genügend Kollegen gibt der AfD-Fraktion, die sich nicht an die Aufforderung des Bundestagspräsidenten halten, die sich einen Teufel darum scheren, ob sie andere Kolleginnen und Kollegen in Gefahr bringen, dem Risiko aussetzen einer Neuinfektion und einer Ansteckung. Und ich halte das für verantwortungslos, auch dass wir die Allgemeinverfügung noch nicht ausgeweitet haben, dahingehend, dass auch am Platz Maske zu tragen ist, meine Damen und Herren. Diese Abgeordneten gefährden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses. Und sie gefährden andere Abgeordnetenkolleginnen und Kollegen, und das finde ich unerträglich. Nun zur Sache. Meine Damen und Herren, der vorliegende Geschäftsordnungsantrag ist nichts anderes als Heuchelei. Es geht der AfD-Fraktion nicht um die Sache. Auch zwei Wochen längere Beratungszeit würde nicht dazu führen, dass irgendein substanzieller inhaltlicher Beitrag von der rechten Seite des Hauses käme.